Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, gestern im Update sind neue Quests reingekommen bei Professor Hayden im Spiegelsumpf. Es hat wohl was mit seinen Spinnen zu tun und wenn man diese Questreihe gemacht hat, dann werden wohl auch überall auf Jorvik kleine Spinnen rumlaufen. Das heißt, wenn ihr jetzt eher nicht so davon angetan seid und ihr nicht unbedingt die Erfahrungspunkte haben möchtet, dann braucht ihr die Quest nicht machen, weil sie wohl keine Folgequest hat. Ich bin jetzt zwar an sich auch nicht unbedingt so der Riesenspinnenfan, aber die Spinnen in SSO, die sind da eigentlich okay. Die sind vertretbar. Und deswegen machen wir jetzt natürlich gemeinsam hier diese Quest. Je nachdem, wie lang sie ist, können wir dann auch die Quest noch machen bei Jamie Olivenbaum in New Hillcrest. Denn die habe ich mir ja freigeschaltet von der ganzen Weile. Ich habe sie aber noch nicht aufgenommen, weil das einfach, ja, das lohnt nicht dafür, eine ganze Folge anzufangen. So, und hier regnet es jetzt auch. Jetzt wissen wir das auch wegen dem Regen. So, nicht Alberta platt treten. So, meine kleinen Spinnen. My little spider, my little spider. Da, da, da. Das Set sieht sehr schön aus auf dem Dunkelfuchs. Du hast ja auf deinem Weg hierher ganz schön viel Zeit gelassen. Die Eier meiner kleinen Prinzessin Alberta stehen kurz vor dem Schlüpfen. Natürlich habe ich dich nicht deswegen benachrichtigt. Du scheinst ja eh schon viel zu oft hier vorbeizuschauen, sodass ich zusätzliche Besuche tunlichst vermeiden will. Ich habe mir schon gedacht, dass du dich zwangsläufig wieder hier blicken lassen wirst. Da du jetzt schon hier bist, um zu helfen, warum überprüfst du da nicht gleich einmal die Eibeutel im Sumpf? Hopp, hopp! Warnung! In dieser Quest wimmelt es vor Spinnen. Wenn du diese Quest weiterspielst, tauchen überall auf Jorvik Spinnen auf. Spiele diese Quest nur, wenn du damit kein Problem hast. Ach Gott, das finde ich ja mega niedlich, dass die einem das hier so Bescheid, also dass sie einem so Bescheid geben am Anfang, ne? Goldig. Siehst, dass sie daran denken. Ja, die Urpferde sind ja jetzt auch noch wieder neu reingekommen in dem Update. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass es wieder nur die großen Shire-Modelle sind. Ich werde mir davon auch definitiv keines kaufen. Von den kleinen hätte mich vielleicht noch eins interessiert. Da habe ich ja bislang nur eines, Marble Cake. Und die werde ich demnächst auch mal ausleveln. Ich glaube, die kommt relativ zeitnah nach Cherry Mint dran. Und ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn nochmal diese Urpferde gekommen wären. Ach Gottle. Also, wie gesagt, ich habe echt keinen Vertrag mit Spinnen, aber die sind schon so ein bisschen süß. Schon, so ein ganz kleines bisschen. Und Alberta ist die Oberspinne. Aber stellt euch das mal vor, wie groß Alberta einfach mal ist im Vergleich zu den anderen, also zu Professor Hayden. Also ich glaube, generell auch die Kleinen, wenn ich solchen Spinnen im echten Leben begegnen würde, ich glaube, ich würde einfach nur schreiend weglaufen. Ich bin Großvater, das ist ja ganz unglaublich. Sieh dir nur all die kleinen Babys an. Es ist ganz klar, dass sie ihren Opa schon sehr lieb haben. Hallo, meine Kleine, wie heißt du denn? Alia? Nun, wird das Wetter schlechter? Es regnet doch schon die ganze Zeit. Manche sagen, dass es kein schlechtes Wetter gibt, nur schlechte Kleidung. Humbug. Jedes Wetter ist schrecklich und jedes Outfit, das nicht aus einem schwarzen Anzug besteht, ist völlig übertrieben. Abgesehen davon, der Spiegelsumpf ist für seine unvorhersehbaren Stürme zu dieser Jahreszeit bekannt und wir müssen sicherstellen, dass den kleinen Lieblingen nichts passiert. Da du ja immer so hilfsbereit bist, warum suchst du nicht mit mir Material für den Bau eines Unterschlupfes, bevor der Sturm aufzieht? Das können wir machen. Die Quest bringt relativ viele Erfahrungspunkte dafür, dass es halt nur so eine kleine Quest ist, ne? Ach du Scheiße, ein Wirbelsturm! Es ist ein Tornado! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ganze Lager ist platt. Och Gott. Weg. Nein. Alle meine kleinen Geschenke des Himmels. Weg. Einfach so. Ich habe es nicht einmal verdient, mich jetzt schlecht zu fühlen. Ich werde Alberta jetzt mit nach Hause nehmen, bevor ihr auch noch etwas zustößt. Ach Gott.
Ach Gott, ich habe zum ersten Mal habe ich Mitleid mit ihm und auch Mitleid mit Spinnen. Aber es sind ja auch nur digitale Spinnen. Ich weiß, es sind auch nur Lebewesen und die haben es nicht verdient, dass man sich vor ihnen ekelt, aber ich finde Spinnen halt einfach nur mal eklig. Die haben 8 Beine, die haben 8 Augen, das sind entschieden zu viele. Es reicht mir, wenn... Also, nee. Spinnen sind einfach nichts für mich. Ich kann mir noch besser eine Vogelspinne hinter dickem Glas angucken, als so eine Hauswinkelspinne. Die sind halt wirklich richtig fies für mich. Was fällt euch leichter, eine Vogelspinne angucken oder eine Hauswinkelspinne? Sprich mich nicht an, ich versinke in meinem Leid. Oh. Ich kann die Babyspinnen für dich finden. Moment, ist das denn ernst? Dir ist ja gar nicht bewusst, wie aussichtslos das ist. Alberta hatte 100 kleine, hilflose Babyspinnen und der Sturm hat sie in all die letzten Winkel von Jorvik getragen. Wie sollst du sie denn bitte alle finden können? Wenn du dich in eine völlig chancenlose Aufgabe stürzen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Pff. Bitte, Dina, bring meine Enkelkinder nach Hause. Oh, wenn du wirklich glaubst, dass du schaffst, jede meiner Zuckerschnuten wieder sicher nach Hause zu bringen, dann bedanke ich mich vielleicht sogar bei dir. Steh da nicht einfach nur so rum. Im Moment habe ich noch nichts, wofür ich dankbar sein könnte. Außerdem muss ich mein Haus für die Rückkehr all meiner Enkel vorbereiten. Meine 8-beinigen Engel verdienen nur das Beste. Jetzt mach dich schon auf den Weg und rette meine Enkelkinder. Hopp, hopp. So, und jetzt haben wir die Spinnensammlung und wir können bei Hayden weiteren Ruf erbeuten, hätte ich fast gesagt. So, Sammlung. Hier haben wir jetzt eine kleine Spinne und wir können jetzt die Spinnen hier finden. 100 Spinnen können wir finden. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die Sternensuche, nein, wir haben jetzt auch eine Spinnensuche. Und scheinbar bekommen wir dafür sogar Belohnungen. Das finde ich mega. Sowas hätte ich mir auch für die Sterne gewünscht. Guck mal, wenn wir 10 Spinnen gefunden haben, dann können wir was machen. Dann kriegen wir wieder eine Quest. Irgendwelche Tipps, wo ich suchen könnte? Wenn ich das wüsste, denkst du nicht, dass ich dann selbst nach ihnen suchen würde? Die Jugend von heute. Allerdings könnte es ja nicht schaden, mein Expertenwissen mit dir zu teilen. Es gibt 3 verschiedene Spinnenarten. Grüne, braune und blaue Tiere. Jede Art bevorzugt eine andere Umgebung. Grüne Spinnen mögen für gewöhnlich offene Flächen und Orte mit viel Vegetation. Suche am besten in Feldern oder an Klippen nach ihnen. Braune Spinnen fühlen sich im Schatten und in engen Räumen wohl. Du findest sie möglicherweise in Höhlen am Fuß eines größeren Baums oder in Innenräumen. Blaue Spinnen bevorzugen feuchte Stellen und Orte in Wassernähe. Halte an Seen, Flüssen und am Meer Ausschau nach ihnen. Alle Spinnen hassen die Kälte. Du wirst also vergeblich im Tal des verborgenen Dinosauriers nach ihnen suchen. Sie machen ein Geräusch wie dieses, wenn du dich ihnen näherst. Höre also genau hin. Wenn du das Geräusch hörst, halte dich bereit, denn dann ist eine Babyspinne ganz in der Nähe. Das sollte reichen. Mach dich auf die Suche. Hopp, hopp. Okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Da können wir doch direkt mal hier, ne, am Wasser entlang reiten und durch den Sumpf und zurück nach Dingenskirchen. Da an New Hillcrest. Dann können wir schon mal gucken, ob wir hier vielleicht die ein oder andere Spinne finden. Lass uns gerade nochmal in der Sammlung schauen. Spinnensuche. Wir haben Ost-Epona haben wir hier und West-Epona. Wir sind jetzt in der Mitte von Epona. Ich weiß es nicht, wozu das hier zählt. Wir sind tatsächlich gerade ziemlich mittig, aber wir reiten ja jetzt eher nach Westen. Wir haben in Ost-Epona 10 und in West-Epona 9. Wir hören einfach mal. Wir gucken mal und hören mal, ob wir irgendwie eine Spinne hören. Hier könnten ja die blauen sein, die in... Ist da was? Nee. Hier könnten ja die blauen Spinnen sein, die am Wasser leben wollen. So, so. Ja, ich würde sagen, dann werde ich einfach mal übermorgen so eine Spinnensuche machen oder so. Sonst könnten wir auch jetzt die Quest noch eben bei Jamie machen. Das würde sicher jetzt passen. Und dann machen wir einfach übermorgen, machen wir einfach wirklich reine Spinnensuche.
denke aber tatsächlich, dass ich, wenn ich jetzt einen Stream mache und ich finde da jetzt gerade eine Spinne, ich denke, die werde ich dann trotzdem anklicken. Also zumindest da habe ich jetzt noch keine gefunden. Aber ich würde sagen, wenn wir das bei Jamie gemacht haben, dann können wir ja runter zum Strand. Da könnten ja vielleicht auch welche von den kleinen Babyspinnen sein. Oh. Dina, ich weiß nicht, wie ich dir jemals danken kann. Du hast mir in letzter Zeit wirklich sehr geholfen. Ich glaube nicht, dass ich all meine Arbeit schaffen würde, wenn es dich nicht gäbe. Komm, als Dank für all deine Hilfe bekommst du einen Snack von mir. Oha, dann werden wir bestimmt wieder einschlafen. Hupsala. Ich wollte eigentlich absteigen. Wie wir immer eingeschlafen sind, wenn sie uns irgendwas zu essen gegeben hat und wir hier längere Zeit gesessen haben. Genau, die Kaffeepause. Und wir spüren wieder, wie unsere Augen schwer werden, während Jamie uns ein Kotelett an die Backe quatscht. Und es ist schon dunkel. Eieieiei. Die Augenlider werden wieder schwerer. Quatscht uns jetzt Jamie eine ganze Nacht lang was vor? Es ist zwecklos, sich zu wehren. Du schließt deine Augen und Jamies Stimme verschwindet. Ist vielleicht auch besser, wenn sie so viel redet. Jetzt wird es definitiv schon wieder morgen. Schlaf ruhig noch etwas länger. Oh Gott, der Rücken wird es mir danken. Im Sitzen zu schlafen, das ist derart schmerzhaft. Es ist mir schon passiert, dass ich vorm PC eingepennt bin. Das war eine der schönsten Kaffeepausen, die ich je hatte. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich, das ich dir als Dank geben wollte. Bitteschön. Du bist immer wieder willkommen, Dina. Yay, und damit habe ich auch bekomme ich einen Kekserfolg freigeschaltet. Und ich habe jetzt hier diese super süßen Schleifen für Schweif und Mähne. Ich finde die so süß. Ich werde sie jetzt abnehmen, weil ich einfach nicht finde, dass sie hier so super gut zu Sienna passen. Aber ich finde sie an sich super. Oh, ich merke gerade, dass ich... Oh nein, ich hätte ja noch 3 Herzen eintauschen können hier bei ihr. Ha! Ja, die muss ich dann wohl für nächstes Jahr horten. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt noch gar nichts. Ich habe noch gar nichts von dem Valentinset von diesem Jahr mit Dina mir geholt, glaube ich. Ich habe es auf Tiffany komplett. Ich habe es auf Dina leider nicht mehr geschafft, weil ich es einfach zeitlich nicht auf die Kette bekommen habe, das Rennen in einer Woche 9-mal zu machen, was ziemlich traurig ist, aber gut. Ist dann halt so. Ärgert mich, weil es das einzige Set war, was mir bislang wirklich richtig gut gefallen hat. Ich hoffe einfach mal, dass man vielleicht manche Sachen davon nächstes Jahr zum Valentins-Event kaufen kann. Guck mal, da hinten sitzt doch eine Spinne. Oh. Okay, wir haben eines von den Spinnenkindern gefunden. Da, Ost-Epona. Stimmt, wir sind ja gar nicht nach Westen geritten. Wir sind ja nach Osten-Epona geritten. New Hillcrest ist ja im Osten. Frag mich nicht, warum ich im Kopf hatte, dass es links ist auf der Map. Aber links ist ja die Trümmer, die Wrackküste oder wie das Ding nochmal heißt. Interessant zu wissen wäre es auch, ob die Spinnen bei jedem an der gleichen Stelle sind oder ob die unterschiedlich sind. Das würde mich auch mal noch interessieren. Aber ihr Lieben, ich würde fast sagen, dass ich mich für heute, erstmal verabschiede. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Wir sehen uns dann übermorgen wieder und dann machen wir einfach mal eine Folge wirklich Spinnensuche. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo vielleicht schon mal 10 Spinnen zusammenbekommen. Das wäre wünschenswert, dass wir dann einfach schon mal schauen können, wie es bei Professor Hayden weitergeht. Und ich würde auch sagen, dass ich mich damit jetzt wirklich die nächste Zeit beschäftige, wenn keine neuen Quests kommen, dass ich das so ein bisschen abwechselnd mache, Spinnensuche und Geflüster oder sowas, Stallgeflüster. Muss ich mal schauen. Also dann,
Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viele Spinnen ihr schon gefunden habt. Und habt ihr selber gesucht oder habt ihr geguckt, wo es die Spinnen gibt? Gibt bestimmt auch schon erste Tutorial-Bereiche auf Instagram oder sowas. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.